Herzlich willkommen bei diesem Beratungsvideo, ein Horoskopanalyse Teil 2 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Es ist eine sehr präzise Berechnung, aber anderes als in westlichen Horoskop. Leonidera ist der Name. Liebe Leonidera, ich grüße dich. Das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag. Teil 1 habe ich erklärt, was ist ein Geburtshoroskop und was bedeuten diese Lebensbereiche. Kabbala bestimmt die Engel. Das ist ein System und ordnet die Engel. Und jeden Tag herrscht ein Engel über den Tag. Und in diesem Tag, wo du geboren bist, ist Engel Anauel, war die herrschende Engel. Das ist dein Schutzengel in körperlichen Ebenen. Es gibt noch einen Engel für Emotionen und einen Engel für Spiritualität. Wir haben 3 Schutzengel. Und Engel Anauel hat die Zahl 63, das hat auch eine Bedeutung für dein Leben. Dieser Engel ist Engel den Wohlstand, Engel des Handels, Geschäften und Finanzen, vermehrt etwas. Vermehrt auch das Geld, bringt Frieden und Harmonie in unserem Leben und zeigt den Weg zum höheren Bewusstsein. Und jetzt schauen wir an, astrologisch. In diesem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Das bedeutet, du bist ein Kind davon. Und diese Energie beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst deine Persönlichkeit, beeinflusst dein Auftreten. So bist du auch wahrgenommen. Aber vor du geboren bist, ist schon ein Teil von Skorpion in Osthorizont aufgestiegen. Das heißt, die Skorpion hat einen Einfluss auf den 12. Lebensbereich, öffnet den Tor zu deiner Persönlichkeit. Das ist dein Lagna oder dein Aszendent. Es ist sehr mystisch. Hier ist die magische Anziehungskraft und hat eine gewisse erotische Ausstrahlung. Und so bist du auch wahrgenommen. Der 2. Lebensbereich, dieser Tor öffnet sich mit Schütze, aber Schütze hat einen Einfluss noch auf deine Persönlichkeit. Das ist die Bewegung, die Begeisterung, bedeutet auch Aktivität, eine optimistische Haltung und liebt Bewegung und Reisen. Hat auch mit Ausland etwas zu tun. Der 3. Lebensbereich öffnet sich mit Steinbock und hat noch einen Einfluss auf deine Finanzen auf dem 2. Lebensbereich. Bei Steinbock ist wichtig zu verstehen, dass in der ersten Lebenshälfte wirkt eher schwierig. Und dann in der zweiten Lebenshälfte stabilisiert sich, etwas verbessert sich. Und hier findest du die Sicherheit, Stabilität in beiden Lebensbereichen und unterstützt dich, deine Ziele zu erreichen. Der 4. Lebensbereich öffnet sich mit Wassermann und hat aber noch einen Einfluss auf deinen 3. Lebensbereich. Weil das deine Wohnsituation beeinflusst, du brauchst
Luft, das ist Luftelement, also das muss luftig sein, du brauchst Platz in deiner Wohnung oder dein Haus. Und oft erlebst du außergewöhnliche Umstände in deiner Wohnsituation. Im fünften Lebensbereich öffnet sich das Tor mit Fischen, aber noch hat einen Einfluss auf deine Wohnsituation. Und das ist sehr geschmeidig, das heißt hier eine ganz tolle Einrichtung, modern, also Wassermann ist modern, aber mit Fischen ist sehr geschmacksvoll. Der sechste Lebensbereich öffnet sich den Tor mit Widder und hat einen Einfluss auf den fünften Lebensbereich. Wenn das um Kinder geht, dann würde die Widder bedeuten, bei eigenen Kindern, Enkelkindern, männlich. Der siebte Lebensbereich öffnet sich mit Stier und hat noch einen Einfluss auf deine Arbeit. Der achte Lebensbereich öffnet sich mit Zwillinge, hat noch einen Einfluss auf die Partnerschaft. Und hier brauchst du das Spielerische, das ist die Transformation, all das zum spielerisch betrachten, ob das jetzt die Beziehung betrifft, die Sexualität betrifft, deine Gefühle, dass das nicht so ernst nimmst, sondern du zum Leichtigkeit kommst. Beeinflusst auch deine Partnerschaft. Die neunte Lebensbereich wirkt Krebs. Das wäre gut möglich, dass du dein Zuhause im Ausland findest. Die zehnte Lebensbereich öffnet sich mit Löwe und hat noch einen Einfluss auf den neunten Lebensbereich. Die elfte Lebensbereich öffnet sich mit Jungfrau, hat noch einen Einfluss auf die zehnte Lebensbereich. Das muss geregelt sein, das muss Ordnung sein. Und die zwölfte Lebensbereich öffnet sich mit Waage und hat noch einen Einfluss auf den elften Lebensbereich. Wenn du meine Tageshoroskopen anschaust, natürlich die indischen, die vedischen Tageshoroskope, wo ich täglich, wenn ich dazu komme, wenn ich da täglich erzähle, wo befindet sich Sonne, Mond und die Planeten, in welchen Tierkreiszeichen, dann kannst du das anordnen und weißt du, welchen Planet in welchem Lebensbereich bei dir persönlich etwas aktiviert. So, jetzt fangen wir an. Deine Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs, im neunten Lebensbereich. Da fließt deine Lebensenergie. Im neunten Lebensbereich ein Bezug zum Ausland. Kann auch eine innere Reise sein oder eine höhere Bildung. Weil hier auch die Krebs erscheint, das bedeutet ein Zuhause, die Suche nach einem Zuhause, das Gefühl zu haben, ja, hier bin ich angekommen. Natürlich kann das spirituelle Themen sein oder die Verbindung zum Göttlichen, aber es ist nicht zum Ausschließen, dass dein wahres Zuhause, wo du das Gefühl hast, hier bin ich angekommen, dass das im Ausland liegt. Mond befindet sich in dein Horoskop in Tierkreiszeichen Jungfrau im 11. Lebensbereich. Freundschaften sind für dich wichtig, aber mit dieser Jungfrau-Energie trennst Spreu von Weizen. Du bist kritisch, was Freundschaften betrifft. Aber wenn du gutes Gefühl dabei hast, dann möchtest du diese Freundschaften auch befestigen. Mars bedeutet deine eigene Kraft.
Mit dieser Kraft kannst du dich behaupten im Leben, dich durchsetzen im Leben. Bedeutet auch Aktivität, Sport, Bewegung. Aber Mars bedeutet auch der Mann. Welche Eigenschaften soll dieser Mann haben oder wo begegnest du mit ihm? Diese Mars-Energie ist im Krebs und befindet sich im 9. Lebensbereich. Du setzt deine Kraft, deine Energie ein für Bildung, bist auf die Suche nach Gott, die Suche nach Sinn des Lebens, aber es ist auch ein Hinweis, dass du im Ausland diesem Mann begegnest oder dass dieser Mann eine ausländische Herkunft hat und da findest du dein neues Zuhause. Merkur ist der Planet der Handlungen, auch das Wissen, auch dieser Austausch, etwas vermitteln oder Wissen aneignen. Bedeutet auch Kommunikation. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe im 10. Lebensbereich, ganz oben die Spitze des Horoskopes. Das heißt, Merkur ist für dich sehr wichtig und zeigt deine Berufung. Die Löwe ist Öffentlichkeit. Merkur ist das Wissen, Wissen zum Vermitteln, wie zum Beispiel Schulungen anbieten oder Seminare halten oder ein Buch veröffentlichen. Daran liegt dein Talent, daran liegt deine Stärke. Jupiter zeigt als innere Sonne unsere Größe, vermehrt auch etwas. Und Jupiter öffnet unserem Auge auf die Gerechtigkeiten, aber auch auf die Ungerechtigkeiten. Und Jupiter bringt Glück in unserem Leben. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Waage im 11. Lebensbereich. Im Waage, aber im 11. Lebensbereich. Waage übergeht auf die 11. Lebensbereich. Und das kannst du vermehren, dein Freundeskreis. Kann auch bedeuten bei Waage Energie, dass du kreativ bist und findest eine Gruppe von gleichgesinnten Menschen oder du gründest etwas, dass du das organisierst und vergrößert etwas. Im Bereich Kunst, Kreativität. Venus ist der Planet der Liebe, aber Kunst, Kreativität und das ist die weibliche Energie. Venus befindet sich bei dir in Tierkreiszeichen Jungfrau, aber im 10. Lebensbereich. Das heißt, das wäre deine Berufung, Jungfrau, das ist die Reinheit. Venus kann einen Bezug haben zu Kunst und Kreativität oder Verbindungen zu weiblichen Personen im Freundeskreis und auch im beruflichen Umfeld. Bedeutet aber Venus als Liebesplanet, dass du deine große Liebe im beruflichen Umfeld kennenlernst. Saturn beeinflusst unser Schicksal und belehrt uns. Saturn bedeutet natürlich auch diese, als Schicksalsplanet auch unserem Karma, karmischen Erfahrungen. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Widder im 6. Lebensbereich. Und das erschwert die Arbeit, damit du zu deiner Berufung kommst. Also belehrt dich, wo liegt deine Berufung? Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen im Leben
Uranus befindet sich im Tierkreiszeichen Jungfrau im 10. Lebensbereich. Und das bedeutet, wenn hier etwas aktiviert ist, dann kommen berufliche Umbrüche, berufliche Veränderungen. Uranus zeigt auch etwas, was außergewöhnlich ist, was einzigartig ist. Und das sind deine Fähigkeiten, was du als Berufung leben könntest. Neptun ist rückläufig. Und diese Rückläufigkeit zeigt karmische Themen. Neptun ist bildhaft, das ist die Inspiration und bedeutet auch unsere Träume. Und weil das so ungreifbar ist, das ist nicht zum Greifen, es ist schwierig mit Verstand das zu verstehen, diese Neptun-Energie. Und manchmal fühlen wir, dass das alles so undurchschaubar ist und kann eine gewisse Täuschung darstellen. Und wenn das eine rückläufige Neptun ist im Horoskop, oft bedeutet Enttäuschungen in früheren Leben. Und diese Neptun-Energie befindet sich bei dir in Tierkreiszeichen Skorpion im 12. Lebensbereich, wo du die Transformation hast. Und hier hast du karmische Themen. Und von früheren Leben diese Enttäuschungen, was du erlebt hast. Und Skorpion zeigt, lass das los. Du solltest dieses Gefühl transformieren und leb die Neptun-Energie als Künstlerin, weil das sind die Inspiration, das ist die Kreativität des Neptuns. Und hier hast du die Talent, die Fähigkeit, aber das ist wie im Versteckten, im Geheimen liegt es. Pluto gibt die inneren Kraft und zeigt auch Macht. Pluto befindet sich im Jungfrau, exakt im Grenzbereich zwischen 10. und 11. Lebensbereich. Da hast du die Macht, dich zu verwirklichen, auch in Berufung, auch in einer Gruppe von Menschen, was du organisieren könntest. Wenn du das Bild betrachtest, dann erkennst du die Lebensbereiche, was für dich persönlich sehr wichtig sind. Das ist Karma, karmischen Themen, das Geheimnisvolle, dann Freundschaften oder eine Gruppe von gleichgesinnten Menschen, dann die Berufung, Leben und Ausland und hier die Arbeit, was schwierig ist, da lernen zu verstehen, wo liegt eigentlich die Berufung. Nicht umsonst liegt hier Saturn im Widder, was diese Mut und Kraft gibt, dir beruflich zum Verändern. Rahu und Ketu. Ketu ist die absteigende Mondknoten oder Drachenschwanz, so nennen die indischen Astrologen. Zeigt alte Karma, das gesamte Lebenserfahrungen, was wir erlebt haben in früheren Leben. Es sind viele Talente, Fähigkeiten, viele Schätze sind da. Und Rahu zeigt den neuen Weg, was die Seele sucht. Die Seele hat diesen Weg ausgesucht. Es ist zwar fremdartig, aber die Seele braucht diese Erkenntnisse. Und das ist die Drachenkopf. Ketu, das alte Karma, liegt bei dir in Tierkreiszeichen Löwe. Und da kennst du dich auch. Das ist dein Selbst, deine Selbstdarstellung in Spitze des Horoskopes. Und das ist die Öffentlichkeit. Und das kennst du von früheren Leben. Und das ist für dich sehr wichtig, im Mittelpunkt zu stehen. Nicht umsonst fließt die ganze Energie da in diese Richtung. Du brauchst diese Bewunderung, du brauchst diesen Glanz. Und die absteigende Mondknoten, genau das war die absteigende Mondknoten hier im Löwe, die aufsteigende Mondknoten, das ist Wassermann hier unten. Du brauchst erstmal lernen, diese Basis zu haben. Und das ist auch das Selbstvertrauen.
Und auf dieses Fundament sollst du bauen. Und deine Seele muss das kennenlernen. Und das sind die neuen Erfahrungen. Und wenn du diese Basis hast und vertraust auf dein Können, dann kann das alles wachsen und dehnen. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser. Und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Das ist nichts anderes als ein Mondkalender. Dein Aszendent Skorpion befindet sich in ein Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Anuradha und wird von Akrab bestrahlt. Akrab ist ein Stern in Tierkreiszeichen Skorpion oberhalb von Auge und die indischen Astrologen sagen, hier liegt die dritte Auge. Und das ist die hellsichtige Fähigkeit und die Spiritualität. In indischen Astrologie heißt dieses Mondhaus auf Elefanten reiten und das bedeutet glückbringend. Und das, was du ausstrahlst, und das gehört zu deiner Persönlichkeit. Deine Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs. Natürlich nimmst du deine Welt mit Gefühlen wahr. Und du hast die Fähigkeit zu verspüren, wann ist der richtige Moment zum Handeln, wann ist besser zurückziehen, bist auch sehr feinfühlig. Dieses Mondhaus, wo deine Sonne befindet, heißt Ashlesha und das Symbol ist dafür eine Schlange und das ist nichts anderes als die Kundalini-Energie. Und von dieser Schlange haben wir zwei. Die eine Schlange ist Angst, Zweifel, Schuldgefühl, all diesem Gefühl, das zieht die Energie nach unten. Und dann kommt ein Prozess des Loslassen und in dem Moment steigt die Energie nach oben. Und das ist diese Wandlung und deine Sonne im Krebs zeigt, wie wichtig ist für dein Selbst diese Wandlung. Dieses Mondhaus wird auch beschrieben, trennen, vereinigen, trennen, vereinigen. Wovon sollte man trennen? Von Angst, von Schuldgefühl oder von Zweifel? Und dann steigt die Energie und dann das Vereinigen. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau. Natürlich ist das für dein Gefühl sehr wichtig, erstmal diese Zurückhaltung oder beobachten erstmal alles, manchmal mit kritischen Augen, zeigt auch eine gewisse Unsicherheit, würde ich mal sagen, wobei dann die Löwe-Energie, was für dich sehr wichtig ist, weil da kennst du dich aus, da hast du in früheren Leben gelebt, diese Löwe, Eigenschaften, aber dann kommt diese Zurückhaltung, aber auch diese Bescheidenheit von Jungfrau und auch diese kluge Jungfrau. Aber Jungfrau ist mehr Verstand, Krebs ist mehr Gefühl, Jungfrau ist mehr Verstand. Du sollst das in Harmonie bringen und dann hast du die inneren Gleichgewicht. Mond im Jungfrau befindet sich in ein Mondhaus. Und dieser Mondhaus heißt Hashta, übersetzt bedeutet Hand, Handlungen, du bist handlungsfähig. Dieser Mondhaus wird von Windermeatrix bestrahlt. Dieser Stern Windermeatrix ist die Weinleserin, wurde bei Griechen, bei Römern verehrt und zeigt Lebensfreude. Das Leben wie ein Fest betrachten, aber bedeutet auch Ernte. Bis das Früchte trägt. Also das Geduld, die richtigen Handlungen, die kluge Handlungen, die Jungfrau, aber mit Lebensfreude und geduldig zu sein, bis das Früchte trägt. Und das sagt auch dein Gefühl. Mars ist die Kraft, aber auch der Mann befindet sich im Krebs, im selben Mondhaus wie deine Sonne. Sonne symbolisiert dein Vater. Das heißt,
dein Vaterbild überträgst du auf die Partnerschaft, auf diesen Mann. Entweder zieht dich das an, diese Charakterzüge, Eigenschaften, wie dein Vater vermittelt hat, oder wenn du Vaterthemen hast, dann gerade das stoßt dich ab, genau das willst du nicht. Das kann ich nicht einschätzen, aber der Vaterbild spielt eine große Rolle in die Partnerschaft, weil Sonne und Mars steht in Verbindung im Krebs. Dasselbe Mondhaus Ashlesha, das ist diese Schlangenenergie. Merkur ist der Planet der Kommunikation und Handlungen. Merkur befindet sich im Löwe ganz oben, das ist sehr, sehr stark, du hast eine sehr starke Merkur-Energie. Dieser Mondhaus heißt Purva Palguna und bedeutet Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, eine Aufgabe, das zu vollenden. Das bedeutet, die Merkur-Eigenschaften, und das ist die Sprache, das Handeln und die Kommunikation, das Wissen, hast du von früher, das ist die Vergangenheit. Dann die Gegenwart, damit bewusst zu sein, ist auch ganz oben, das leuchtet oben, und dann Zukunft, das zu vollenden, das Leben, diese Merkur-Energie. Jupiter zeigt deine inneren Größe, bringt Glück im Waage. Und dieser Mondhaus heißt Chitra und wird von Spica bestrahlt. Spica ist die Weizenähre der Jungfrau, wurde bei Römer verehrt. Und das heißt Ernte. Du kommst zum Ziel. Es trägt Früchte und hier bei Spica liegt die Balancepunkt und das brauchst du im Leben, die innere Balance, das innere Gleichgewicht. Venus ist die Weiblichkeit, du als Frau im Jungfrau, natürlich ist bescheiden, eher zurückhaltend. Dieser Mondhaus heißt Uttara Palguna und hier ist wichtig, die beide Seiten, die Münzen anschauen. Und das heißt geben und nehmen oder in die Liebe Partnerschaft, auf anderen zugehen, überlegen, warum handelt er so oder die Bedürfnisse der anderen auch wahrnehmen. Saturn ist im Widder und wirkt hier im Bereich Arbeit und Kinder und dieser Mondhaus heißt Kritika. Und wird von den Plejaden bestrahlt. Das sind die sieben Geschwister und diese sieben Geschwister oder Regengeschwister, die weinen. Und das sind die Tränen. Und genau in diesem Bereich befindet sich das goldene Tor der Ekliptik. Und genau das beschreibt Frau Holle. Hier entscheiden wir uns. Sind wir die Verlierer im Leben oder sind wir die Gewinner im Leben? Das ist die Einstellung. Du lernst hier mit diesem Saturn-Energie, der große Lehrmeister sagt, bestimme deine Einstellung. Wenn du die Gewinner sein möchtest im Leben, dann bist du die Goldmarie. Da regnet Gold und das bedeutet auch Glück. Oder wenn du die Verlierer bist im Leben und kommst zu einer Opferhaltung, dann regnet Pech, dann geht nichts voran, weil das dich blockiert. Ketu, die alten karmischen Erfahrungen im Löwe, Makha. Makha wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist ein königlicher Stern, Stern der Könige und Herrscher. Und da hast du die alten karmischen Erfahrungen gemacht. Ist sogar möglich, dass du von einem Königshaus stammst, von früheren Leben. Und Regulus ist sehr wichtig, was die Herzensangelegenheit betrifft. Bei Regulus ist ein Stern in der Tierkreiszeichen Löwe und das ist das Herz der Löwen. Das ist die Zentrum, das ist das Herz. Immer dein Herzensangelegenheit leben. Hier hast du karmische Themen. Vermutlich hast du es nicht gelebt in früheren Leben, sondern bist du nachgegeben.
Oder waren die Lebensumstände so, du dürftest es gar nicht leben, wenn du diese Position gehabt hast, dann darfst auch nicht mit jeder heiraten. Und natürlich kann bedeuten, du warst verliebt und dürftest nicht heiraten. Und das sind diese Enttäuschungen, was hier Neptun auch zeigt. Und jetzt in diesem Leben ist wichtig, auf dein Herz hören, das lebendig machen und auch diese Liebe auch leben, alles, was du liebst. Also es ist nicht nur die Partnerschaft, sondern deine Berufung, dein Hobby, die Natur, die Kunst, Kreativität. Alles, was du liebst, das lebendig zu machen. Rahu zeigt den Weg, was deine Seele ausgesucht hat, weil hier lernst du etwas. Das ist Wassermann, da brauchst du die Luftelement, die Leichtigkeit. Dann deine Ideen umsetzen im Tat. Bewusst zu sein, dass du einzigartig bist, außergewöhnlich bist. Dieser Mondhaus heißt Shatabisha und das bedeutet Angst oder Glück. 100 Ängste oder 100 Glück. Wenn du Angst hast vor Leben, Angst, das zu leben, was du wirklich liebst, was dir Leichtigkeit schenkt, dann blockierst dein Glück. Wenn du die Angst überwindest, dann sofort dieses Glück da, weil in diesem Bereich sind im Tierkreiszeichen Wassermann und Umgebung, diese Sterne, wo hier wirken, sind sehr, sehr viele Glückssterne. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, befindet sich im Jungfrau. In diesem Mondhaus heißt Hashta, Handlungen wird von Windermiatrix bestrahlt. Das ist diese Lebensfreude, das sollst du verändern, zeigt dir Uranus. Dieser rückläufige Neptun hier im Bereich Geheimnisse und karmischen Themen, dieser Mondhaus heißt Anuratha, auf Elefanten reiten. Du hast dieses Glück, so wie das war in deinem Aszendent auch. Du bist mit diesem Glück geboren, aber sei damit bewusst. Und die dritte Auge heißt auch, öffne deine inneren Augen zu deinem Glück. Pluto zeigt Kraft, befindet sich im Jungfrau und dieses Mondhaus heißt Uttarapalguna, dasselbe wie bei deiner Venus-Energie. Beide Seiten die Münzen anschauen. Also hier kannst du erkennen, welche Lebensbereiche sind für dich wichtig, weil da fließt die Energie. In die Richtung geht dein Schicksal, in diese Richtung geht das, dein Leben. Entweder weil du triffst die Entscheidungen oder das Schicksal lenkt dich dazu. Diese Planeten und Sonne und Mond, sie kommunizieren miteinander, denn das ist wie ein Netzwerk, sie sind miteinander verbunden. Es gibt gute Verbindungen, es gibt auch Herausforderungen. Ist nichts Negatives, weil durch diese Herausforderungen lernen wir etwas im Leben. Uranus hat einen sehr schönen Einfluss auf dein Aszendent, auf dein Aussehen. Und das ist zeigt, du bist außergewöhnlich. Sonne und Mond stehen eine wunderbare Verbindung und das ist Sonne und Mond bedeutet Vater, Mutter, bedeutet das Bewusste, das Unbewusste, dann bedeutet Verstand und Gefühl. Das kannst du ganz gut im Gleichgewicht bringen. Sonne und Mars stehen in Konjunktion, das ist Vaterthema und das überträgst du in Partnerschaft, das ist eine enge Verbindung zum Vaterbild. Und Mond bestrahlt sehr gut dein Mars-Energie, Mond und Mars. Also wenn du diesen Mann findest, wo deine Seele berührt oder dein Seelenpartner, dann zeigt das auch eine glückliche Partnerschaft. Venus bestrahlt Neptun sehr schön und das bedeutet Glück in die Liebe, Partnerschaft. Das heißt, die Karma gleicht sich aus. Das, was du als Enttäuschungen erlebt hast in früheren Leben, das kommt jetzt als Glück und das ist die Liebe, Partnerschaft. Und Jupiter bestrahlt Neptun auch sehr gut. Das ist auch eine harmonische Verbindung und Jupiter sorgt für diese göttliche Gerechtigkeit, dass du diese
man bekommst in diesem Leben. Das ist ein Seelenpartner für dich. Liebe Leanie Dera, das war die zweite Teil. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.